Kann das neu? Die Frage haben wir uns alle gestellt, als wir unsere Toiletten in der Hochschule gesehen haben. Ziemlich vollgeschmiert, riecht ein bisschen, nicht gerade das kreative Umfeld, was man sich von einer Designhochschule erhofft. Aus dieser Frage heraus ist dann auch das gleichnamentliche Projekt entstanden. Die Besonderheit hierbei, es ist studentisch organisiert und geleitet, so zum Teil von mir, und wird unterstützt von Professor Katrin Günther und von der technischen Leitung durch Frau Zieglerek. Hier nochmal ein ganz großes Dankeschön an Sie. Sie erlaubt uns das alles, unterstützt uns mit einem guten Budget. Wirklich, ohne sie wäre das hier nicht möglich. So, nun fing also alles mit einem zweiwöchigen Kurzprojekt zum Start des Semesters an, wo wir die Raumkonzepte entwickelt haben. Es gibt also jetzt das Sketch-Klo im ersten Stock, wo alles schwarz-weiß gehalten ist und man noch weiter dran malen darf. Im zweiten Stock ist das Club-Klo, alles so ein bisschen underground gehalten, eine Erfahrung für sich. Und im dritten Stock das Candy-Konzept, es hat am meisten Licht und soll einfach nur zum Wohlfühlen sein. Nach den 2 Wochen ging es dann also los. Die große Frage, habt ihr schon mal ein Bad renoviert? Tja, wir auch nicht, also was soll schon schief gehen? Alle Materialien bekamen wir von einem Malermeister inklusive Anleitung, wie wir diese zu benutzen haben. So, kurze Teamabsprechung und los geht's. Tapete ab, gut, ein bisschen Decke darf bestimmt auch mit runterkommen. Darauf erstmal Stößchen. So, jetzt Farbe dran und ja, fertig. War ja eigentlich ganz leicht. Ja, nee, schön wär's. Also erstmal Tapete ab, alles grundieren. Dann spachteln. Das macht besonders viel Spaß, vor allem wenn man es über Kopf machen muss. Dann schleifen, nochmal grundieren. Dann am besten 3 bis 4 Schichten Farbe drauf und aufpassen. Es ist zwar überall der gleiche Farbton, aber nicht die gleiche Farbart. So, jetzt fehlen nur noch Boden, Lampe und Waschbecken. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Für uns geht es jetzt in den Semesterferien noch weiter und so soll es am Ende mal ausschauen. Bis dahin, stay tuned und cheers. Wir melden uns nochmal, wenn wir fertig sind.